doch klar, dass das der Geschichte muss. So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Gothic 1, Folge Nummer 6. Die letzte Aufnahme ist jetzt schon locker 3 Wochen her, deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, was wir als nächstes überhaupt machen wollten. Wir wollen auf jeden Fall immer noch in das alte Lager aufgenommen werden. Wir haben den Auftrag von Torus Mordrak aus dem Lager zu entfernen und wir müssen, glaube ich, dieses komische Duell immer noch gewinnen, wo wir keinerlei Chancen haben. Ich setze mich mal ein bisschen gemütlicher hin. Mal sehen, ob uns das irgendwie gelingt. Ihr wisst, der Kampf ist schwierig. Der Kampf ist äußerst schwierig. In der letzten Folge haben wir es, glaube ich, haben wir es da versucht schon oder haben wir es in der vorletzten versucht? Dann wird direkt auf die Mappe gekriegt. Ich denke mal, das wird uns jetzt auch noch nicht möglich sein, hier großartig was zu reißen. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Wie viel Erz haben wir denn überhaupt? 107, das ist natürlich nicht viel. Das heißt, eine Rüstung können wir uns auf jeden Fall auch nicht leisten. Und ohne Rüstung werden wir diesen Kampf, hier ist Mordrak übrigens, den sollen wir aus dem Lager vertreiben. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen. Vielleicht. Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Wenn wir den jetzt folgen und dem irgendwo im Wald versuchen zu töten, Freunde. Das könnte doch funktionieren, oder? Ich meine, lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Ich guck mal eben. Folge mir. Ich guck mal eben, was jetzt im Questlog steht. Mordrak hat sich bereit erklärt, mir den Weg zum neuen Lager zu zeigen. Ich hoffe, dass er mich nicht in eine Falle locken will. Okay. Ich will nicht ins neue Lager, Freunde. Ich will nicht ins neue Lager. Ich will ihn nur erstmal hier raus haben. Wir gehen einfach mal mit. Wir gehen jetzt einfach mal mit. Vielleicht können wir denn irgendwie. Ah, der rennt immer vor uns weg, ne? Ah, das wird doch nichts. Alter Shit. So war es nicht geplant. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie konnte man denn nochmal... Ach, mit Alt. Vielleicht sind wir so ein bisschen schneller. Jupp. Da sind haufenweise Scavenger. Kämpf gegen die Scavenger. Er verliert kein Leben. Guckt euch das an. Okay, Freunde. Wir hätten natürlich auch die Chance, zum neuen Lager überzulaufen. Aber wir haben schon so viel Arbeit reingesteckt, ins alte Lager zu kommen. Deshalb weiß ich nicht so recht. Scheiße, Freunde. Ich gehe mal mit. Ich gehe mal mit. Und danach sofort wieder zurück ins alte Lager. Eventuell erzählt das ja schon. Vielleicht. Oh, vielleicht bringt uns irgendein Zufall dazu, dass Mordrak im neuen Lager bleibt. Und wir ihn somit aus dem alten vertrieben haben. Aber das glaube ich bald nicht. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Mordrak handelt sozusagen auch. Okay. Zähne. Ah, viel hat er nicht zu bieten. Haben wir vielleicht irgendwas zu verkaufen? Die Schüssel zum Beispiel. Bup. Krug. Aarons Thronenschlüssel. Bringt kein Geld. Nee. Hier müssen wir nichts verkaufen.
Das behalten wir auch alles. Wollen wir irgendwann mal essen? Gut, 7 Erz bitte. Mein lieber Freund. Macht er nicht. Logischerweise macht er das nicht. Ach Mann, man kann immer nur 10 Erzbrocken rüber transferieren. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Können auch eine Fackel, da sind wir bei 9. Ach, das ist alles blöd. Dann lassen wir es eben. Ende. Freunde, ich würde sagen, wir gehen mal mit ins neue Lager. Wir gehen mal mit, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Und, aber ich will nicht, ich will mich eigentlich nicht dem neuen Lager anschließen. Ich habe eigentlich fest geplant, im alten Lager zu bleiben und mich dem anzuschließen. Aber wie soll ich Mordrak da wegkriegen? Verprügeln können wir nicht, weil wir machen zu wenig Schaden. Hier ist ja noch dieses Goblin-Lager. Stimmt, hier wollte ich ja auch noch mal kurz mit dem Typen hier quatschen. Alter! Warum haut denn der so rein? Hilf mir! Hilfe! Danke, schön. Das war jetzt knapp. Schnell mal was essen noch. Oh, diese Steuerung, ne? Da muss man sich nach 3 Wochen erstmal wieder reinfixen. Reinfitzen, Entschuldigung. So. Kavalorn. Was machst du hier? Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Okay. Schleichen wäre vielleicht nicht schlecht. Aber ich will mir die Lernpunkte noch für bessere Kampfskills aufheben. Damit wir uns in der Arena beweisen können. So, wo ist denn jetzt Mordrak hin? Hier. Komm schon, Mordrak. Ich will mich ja angeblich dem neuen Lager anschließen. Gar keinen Bock drauf. Ups. Scavenger! Gut, auch dieser Run hier mit Mordrak zusammen bringt uns natürlich Erfahrungspunkte. Also bisher haben wir von dieser kurzen Tour Richtung neues Lager nur Vorteile. Von daher will ich mal nicht meckern. Außerdem bekommen wir dann ein bisschen mehr über die Map noch mit. Kriegen EP, ein paar Bären. Wir müssen ja nicht unbedingt gleich zum neuen Lager überlaufen, nur weil wir mal mitgehen. Oh, da ist doch schon ein Bandit. Und ein Wolf. Kill den Wolf, bitte. Na, der hält schon ein bisschen mehr aus. Oh, noch ein zweiter. Ah, hier gibt's gut EP. Geil. Mordrak regelt das. Was haben wir hier? Ein Banditenlager? Hallo, Bandit. Wie heißt denn du? Aiden. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Hier kann man sozusagen... Okay. Zähne entfernen. Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern. Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. Okay. Ich dachte, das bringt uns vielleicht was. Ich dachte, wir können bei einem Scavenger Zähne entfernen. Bei einem Scavenger. Der ja bekanntlich einen Schnabel hat. Bei Snapper und so weiter werden wir sicher... Achso, jetzt könnten wir aber von den Wölfen hier natürlich
die Zähne eigentlich entfernen? Ah, da braucht man so ein Messer, ne? Hat der so ein Messer? Hallo. Hallo. Zeig mir deine Ware. Du hast nicht zufällig so ein Dingsmesser hier mit, oder? Ich glaube, wir brauchen dazu ein Messer. Na gut, Freunde. War wahrscheinlich wieder eine sinnlose Investition. Aber egal. Weiter geht die Tour. Ist ganz schön weit zum neuen Lager auf jeden Fall. Es wird bestimmt schwierig, den Weg zurückzufinden. Aber mal sehen. Wir müssen leider irgendwas machen, um IP zu kriegen wollen. Es tut mir leid, ich wäre auch gerne im alten Lager geblieben. Nehmen wir noch schnell die Goblins schön aus hier. Das können wir alles dann später verkaufen. Wir müssen uns nämlich um jedes Erz müssen wir uns hier prügeln. Weil gerade am Anfang, Freunde, was wir noch leiden werden. Kann ich nichts machen? Noch mehr Scavenger, Alter. Sorry, Freunde, dass ich so müde bin. Ich habe dann auch noch Nachtschicht heute. Da hätte ich gar keine Lust zu. Werde ich mich dann bestimmt noch ein Stündchen aufs Ohr flacken müssen. Sonst wird die Nacht ein Traum. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. So, ihr dürft doch eigentlich schon langsam so ein bisschen der Eingang kommen zum neuen Lager, oder? So. Oh, Stufe aufgestiegen, cool. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Freunde! Mach's gut! Wir sehen uns. Ich glaube gerade... Wow! Blutfliege. Wie sind die Blutfliegen? Ja. Oh Gott, hält die viel aus. Bitte mach keinen Schaden. Bitte mach keinen Schaden. Oh Gott. Dreh dich doch. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Oh. Alter. Das war eine knappe Geschichte jetzt. Freunde, wir haben Mordrak weggeschickt. Mordrak hat sich zufällig entschieden, noch eine Weile im neuen Lager zu bleiben. Und das könnte doch die Quest erfüllt haben. Ich guck mal schnell in ein Notizbuch. Auftrag von Taurus. Gut, okay. Ich denke mal trotzdem, wenn wir zurück zu Taurus gehen, können wir die Quest abgeben. Ich hoffe es zumindest. Jetzt müssen wir nur den Weg zurückfinden. Was können wir eigentlich auf der Karte sehen, wo wir sind? Alter, die Blutfliege rammelt hier einfach mal lang. Ich laufe immer mal. Ich hoffe, ich finde den Weg zurück. Sind wir jetzt über die Brücke gekommen? Ja, wir sind über die Brücke gekommen. Da ist die Kiste. Irgendwie. Ja, genau. Haben wir eine Pfanne? Nee, ne? Wir haben nicht mal eine Pfanne, Alter. Wir können nicht mal unser ganzes Fleisch braten. Wir haben mittlerweile schon. Weiß ich, wie viel Fleisch? 41 Fleischkeulen. Und können nichts braten, wenn wir keine Pfanne haben. Dann müssen wir dringend mal eine besorgen. Na, Freunde. Es ist gerade Aufnahmetag. Sonst wieso. Ich habe heute keine Folge aufgenommen für heute. Deswegen fällt heute, wo ich gerade aufnehme, die Folge mal aus. Und es geht erst morgen weiter. Ich war nämlich die letzten Tage ein bisschen, was soll ich sagen, faul. Zu faul aufzunehmen. Ich habe mich mit anderen Sachen beschäftigt. Ich habe nämlich wieder eine Runde oder viele Runden Counter-Strike Go gespielt. Ja, CSGO ist so ein Suchtspiel zurzeit. Ich bin jetzt endlich Golden Nova 4 übrigens bei CSGO. Und da wird der Schwierigkeitsgrad doch schon langsam ein bisschen höher. Das merkt man. Man merkt auf jeden Fall, dass man gegen Leute spielt, die ein bisschen länger als 5 Minuten CS spielen. Und deshalb ist es doch recht schwierig. Oh! Nee, nicht dein Ernst jetzt, oder? Ist nicht dein scheiß Ernst. Wir leben aber noch.
Es ist nur Fallschaden. Ich glaube, wir stehen wieder auf. Bitte. Bitte steh wieder auf. Komm, wir bewegen uns noch. Alter, ich habe jetzt keine Lust, das alles nochmal zu machen. Wir haben mich nicht gespeichert. Also, er bewegt sich ja noch, oder? Eigentlich müssten wir doch... Obwohl, nee, wir können... Wir können nicht mal mehr das Menü öffnen. Oh, Leute. Jetzt haben wir echt die letzte Viertelstunde verloren gerade. Oh. Stressig. Das ist jetzt echt stressig. Aber okay. Machen wir doch gerne. Machen wir gerne nochmal alles. Jetzt haben wir den Falschen angesprochen. Nochmal den Schatten. Ich fass es nicht, ey. Verzieh dich doch mal, bitte. Danke. Lass uns zum neuen Lager gehen. Freunde, es tut mir leid. Gut. Folge mir. Ich glaube, ich schneide die Szene jetzt raus. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder beim neuen Lager stehe, weil ich habe jetzt keine Lust, euch nochmal mit dem Weg hier zu nerven. Wir müssen wieder die ganzen Scavenger töten und so weiter. Also, Freunde, bis gleich im neuen Lager. So, meine lieben Freunde, sind wir wieder zurück hier, direkt am Anschluss, nach der Ankunft im neuen Lager, jetzt wieder auf dem Weg zurück zum alten. Ich habe das alles jetzt nochmal durchlebt, bin natürlich nochmal gestorben, wie soll es doch einer sein, ein Scavenger hat mich wirklich geschafft zu töten auf dem Weg. Muss das Ganze nochmal spielen, weil ich wieder nicht gespeichert habe, weil ich einfach nur dumm und behindert bin. Aber jetzt, Freunde, jetzt habe ich ein Savegame angelegt und jetzt sollten wir eigentlich es schaffen, zurück zu Taurus zu gelangen und ihm zu sagen, ey Mordrak, Mordrak hat keinen Bock mehr aufs alte Lager, er ist wieder im neuen, er bleibt eine Weile da, alles cool, Taurus, alles cool. Mal sehen, ey, also ich hoffe es wirklich, dass wir die Quest damit erfüllt haben, so wäre es am einfachsten. Ein Level Up haben wir auch bekommen, ich habe übrigens jetzt bei der zweiten Tour bei diesem Jäger nichts gelernt, weil uns das bisher, denke ich mal, das wird uns noch nicht viel bringen. Das können wir später dann nochmal machen. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo wir einen Bogenschützen haben, wo wir ungefähr einen Jäger haben zum Lernen. Das müssen wir uns natürlich alles hier ein bisschen merken, wo die ganzen Leute stehen. Aber ist ja halb so wild. So groß ist die Map ja von Gothic 1 noch nicht. Da kann man sich das ganz gut merken, wo so die groben Stellen sind. Freunde, wie findet ihr dieses Let's Play? Ich frage gerne alle drei, vier Folgen mal so, wie es euch bisher gefällt. Ob ihr euch gut unterhalten fühlt oder ob es eher ein langweiliges Spiel ist. Nicht so toll zum Let's Playen. Lasst mich alles wissen. Ich bin für jede Kritik immer gerne offen, auf jeden Fall. Und hoffe aber trotzdem, dass ich euch mit meinem Video so ein bisschen, weiß nicht. Also ich gucke Let's Plays. Ich glaube, das habe ich auch schon öfter gesagt, immer so nebenbei, so beim Essen oder wenn ich gerade die Wohnung putze oder irgendwie sowas, dann mache ich gerne mal ein LP an. Ich weiß nicht, sagt ihr mir mal, schreibt mir mal in die Kommentare, wann ihr LPs guckt oder ob ihr wirklich explizit dieses Let's Play richtig schaut, als einzige Beschäftigung oder ob das wie so Fernseher an oder Radio anhaben, so ein Nebenbei-Ding ist. So, Freunde, jetzt bin ich gespannt, was Taurus sagt. Ich hoffe wirklich, die Quest ist damit erfüllt. Hallo Taurus, wegen Mordrak. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Yes! Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Tja, das ist aber zu schwierig gewesen. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Richtig. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Richtig. Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Gut, Freunde. Da haben wir Taurus seine Aufgabe auch erledigt. Mal eben mal gucken, was noch im so im Blablabla. Ich verspreche mich heute andauernd. Das ist heute so ein richtig krasses Problem. Wunderjung mit einem Kumpel CS gespielt. Ich habe einen Müll gelabert manchmal. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist. So. Erfüllte Mission, da ist jetzt
der Auftrag von Torus dabei. Ich rede jetzt mal ganz kurz mit Diego und guck mal, wie so mein Ansehen im Lager ist. Weil wir wollen ja als erstes mal Schatten werden. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Bäh. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Tja. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen Neuen. Aha. Aha. War nicht besonders schlau. Aber es wird wohl... Mach's gut. ...immer noch nicht reichen. Ich spreche nochmal eben mit einem Schatten, wenn ich mal einen finde. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich will ein Schatten werden. Ich will ein Schatten werden. So, hast du schon mit Diego geredet? War doch klar, dass ja, das habe ich. Gut, tu einfach, was er sagt. Das hat mir auch nicht geschadet. Jedenfalls nicht wirklich. Tja, okay. Also haben wir bis hierhin schon mal alles richtig gemacht. Wir müssen jetzt einfach mal uns diesen ewig langen Questlog durchlesen. Wir müssen eigentlich nur die untersten Punkte. Ich habe Sly das Amulett von Neck gegeben, das haben wir abgeschlossen. Whistler war zufrieden, einflussreiche Schatten sind Dexter, Sly und Fingers. Sketty wird von mir beeindruckt sein, wenn ich einen Kämpfer fordere. Whistler unterstützt mich. Wenn ich ihm bei Fisk aus dem Marktplatz das Schwert kaufe, das haben wir schon gemacht. Ja, Freunde, es ist nicht einfach, ins alte Lager aufgenommen zu werden. Da gehören ein Haufen Faktoren dazu. Gut, dass ich dich treffe, mein Freund. Hallo, Bloodwin. Wie sieht's mit deiner täglichen Unterstützung aus? Täglich? Deine 10 Erz sind wieder mal fällig. Hier, nimm. 10 Erz sind nicht viel unter Freunden. Genauso sehe ich das auch. Scheiß. Geldeintreiber. Mach dir keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Wir passen auf dich auf. Wunderbar. Vielen Dank, Bloodwin. So, Freunde, jetzt müssen wir eigentlich, um mal ganz ehrlich zu sein, das nächste, was ich so vorhätte, wäre endlich der Kampf in der Arena. Wir haben ein Level-Up. Vielleicht machen wir jetzt mehr Damage. Wir haben auch eine Axt. Ich glaube, mit der Axt haben wir es noch nicht probiert. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber ganz ehrlich, der Name Fingers sagt mir gerade irgendwie gar nichts. Wer ist denn hier von diesen ganzen Nasen? Fisk, Gardist. Wo ist denn dieser komische Fingers? Ist Fingers der Arena-Leiter? Also dieser Arena-Typ? Ich gucke einfach nochmal. Ich habe mir die Namen nicht wirklich gemerkt. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwie vielleicht sogar gewinnen können. Aber ihr habt es ja im letzten Versuch gesehen. Der Typ hat uns einfach weggehauen. So, wie heißt denn der? Sketty war das, stimmt. Scheiße. Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Und du hast dich besiegen lassen. Ja. Du erwartest hoffentlich nicht, dass ich durch dein Versagen beeindruckt bin. Natürlich nicht. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür bezahlen. Ja, ist schön. Ich habe aber leider kein Geld. Einhänderstufe 1. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Gute Entscheidung. Um deine Technik zu verbessern, musst du erst einmal lernen, deine Waffe richtig zu halten. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. Ja. Halt die Waffe mit einer Hand, Klinge nach oben und dann immer schön schwingen lassen.
Du musst lernen, den Schwung deiner Waffe mit deinen Bewegungen in Einklang zu bringen, dann kannst du schneller zuschlagen. Wenn du dich an meine Anweisungen hältst, wirst du in Zukunft eleganter und vor allem schneller kämpfen. Ach, und noch was. Manche Treffer richten mehr Schaden an als andere. Als Anfänger hast du nur eine geringe Chance, solche kritischen Treffer zu landen. Aber je weiter du fortschreitest, desto besser wird diese Fähigkeit. Okay, da haben wir doch wieder was gelernt. So, mal sehen, ob wir die Waffe jetzt in einer Hand nehmen. Ich gucke nur mal ganz kurz. Steck die Waffe. Jupp, wir haben was gelernt, Freunde. Komm schon, ich will vorbei. So, Kirko. Mal mit mir anlegen? Jupp, das will ich. Eigentlich schon. Komm schon, ich... Scheiße, wir können gar kein zweites Mal kämpfen. Dann müssen wir wohl gegen Karim antreten. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Das glaube ich auch. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Nein, ich will kämpfen. Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Okay, wir haben ein ganz schön großes Maul. Denn deine dünnen Ärmchen sind nichts gegen deine hässliche Visage. Nein, mir fällt nichts ein, dass du begreifen würdest, wie wär's mit deiner Mutter treibst mit Ziegen. Du bist doch nur hier, um Gomez den Arsch zu kriechen. Das sage ich. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns. Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße. Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Jetzt haben wir ein Problem, Freunde. Das wird, glaube ich, ein Kampf, den wir definitiv verlieren werden. Aber ist halb so schlimm. Wir müssen ja irgendwas tun. Willst du mich angreifen? Oh! Willst du mich an... Na los. Kluges Köpfchen. Let's fight. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Oh Gott, Freunde. Wir haben so einen der... Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Ah, wir sind so schlecht. Es ist so derartig schlimm. Und das Erz ist auch noch weg. Juhu. Na, das ist doch besser als gar nichts. Freunde, das war peinlich. Ja. Wir haben, glaube ich, verloren. One-Hit. Mal wieder ein One-Hit. Passiert. Gib mir die verwitterte Axt. Ich will wieder kämpfen. So, welche Waffe macht hier am meisten Damage? Die macht 13 Schaden. Ja, es ist... Die verwitterte Axt ist leider Gottes unsere beste Waffe. Was macht denn der Ring? Geschicklichkeitsbonus. Den legen wir mal an. Und essen ein bisschen was. So. Jetzt rede ich nochmal mit Skerdi. Vielleicht hat ihn das ja beeindruckt. Ich denke zwar kaum, aber... Ich bin gegen Karim angetreten. Er hat dir ganz schön in den Arsch getreten. Das ist richtig. Trotzdem hast du dir den richtigen Gegner gewählt. Ich kann diese Bastarde aus dem neuen Lager nicht ausstehen. Scheint dir ja genauso zu gehen. So jemanden können wir hier brauchen. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste... Okay. Freunde, wir haben trotz der Niederlage einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich würde mal sagen... Ich gehe nochmal zu Diego. Mal sehen, ob Diego jetzt zu dem Fall Skeddy was anderes sagt. Eventuell haben wir jetzt schon die Möglichkeit, Schatten zu werden. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, irgendeine Sache hat noch gefehlt. Irgendwas habe ich vergessen. Aber wir müssen es auf jeden Fall mal durchspielen. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit dem... Und? Sketty, aber dass du den Mumm gehabt hast gegen Kat, okay. Whistler hat mir... Okay, Flyer, okay, Dexter, okay, aber okay. Torus sagt, alles in allem... Reicht noch nicht. Mach's gut. Das reicht immer noch nicht, Freunde. Das ist doch zum Mäusemelken, ey. Oh, was fehlt denn noch? Außenring beeindrucken und eine Prüfung des Vertrauens. Ja. Whistler unterstützt mich, wenn ich über Fisk. Das haben wir gemacht. Skeddy, den. Hab ich.
Einflussreiche Schatten sind Dexter. Dexter. Haben wir schon irgendwas bei Dexter gemacht? Dexter fehlt noch, ne? Irgendwie. Irgendwie haben wir noch gar nichts so richtig bei Dexter angestellt. Ich gehe nochmal zu Dexter. Ich habe mir jetzt zwar Gott sei Dank gemerkt, wo Dexter ist. Haben wir den ausgelassen? Eigentlich haben wir doch alle angelabert, oder? Mit Springen kommt man irgendwie schneller voran, habe ich das Gefühl. So, das ist doch Dexter. Das ist Whistler. Aber ich glaube, Dexter war auch hier irgendwo. Eventuell bei dem Lagerfeuer. Da ist Dexter. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Ach, komm hör auf. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. Bla. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Nope. Da habe ich keine Lust zu. Sorry, aber ihr komischen Guru-Typen seid so gar nicht mein Ding. Das alte Lager ist eher meins. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang. Ach, der aus wollte dem ja. Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Erz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt genau. Gut, Freunde. Dexter wollte ja noch diese komische... Dieses komische Rezept hier. Rezept der Sekte, genau. Der Schatten Dexter am Marktplatz hat mir aufgetragen, für ihn ein Rezept von Guru Kalom im Sektenlager zu besorgen. Dexter meinte, ich solle mich als Bewerber ins Sektenlager einschleichen. Das Sektenlager befindet sich östlich vom alten Lager. Das wird wohl in der nächsten Folge unsere Aufgabe sein, Freunde. Genau das. Wir werden mit diesem mit Baal Parves zusammen ins Sektenlager gehen und versuchen, irgendwie an das Rezept dran zu kommen. Und ich denke, dann können wir im alten Lager Schatten werden. Aber ich will mal nicht zu viel versprechen. Das war doch eine erfolgreiche Folge. Wir haben ein bisschen was erlebt. Wir haben Mordrak aus dem alten Lager entfernt, auf gute Weise, und ja, sind ein bisschen weitergekommen, sind Level Up gekommen, alles cool, Freunde. Was war eine richtig schöne, erfolgreiche Folge. Danke fürs Einschalten, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bin heute ein bisschen müde, ich bin ein bisschen irgendwie durch heute. Ich denke, das hat man mir ein bisschen angemerkt, aber Freunde, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet dennoch ein bisschen Spaß. Macht es gut, immer fleißig weiterzocken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss, bis dann.